Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Mod-Vorstellung für den LS22 auf Spielhaus. Und wir haben heute einen Giganten von Fendt. Ein absolut schönes Modell. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und ich würde sagen, wir springen gleich mal in den Shop und dann besprechen wir alles weitere. Von FM Modding ist es ein Fendt und zwar eine 1000er Serie. Wir springen mal hier rein und natürlich, ja, auf den ersten Blick sieht er nicht anders aus als der standardmäßige, aber hat natürlich hier ein paar klitzekleine Veränderungen. Und ja, ansonsten habt ihr drei Möglichkeiten hier Reifen zu wechseln oder drauf zu machen. Und ich empfehle euch die Michelin, denn bei den Michelin habt ihr hier nicht nur die normalen Dinge, sondern ihr habt auch hier die absolut gigantischen Extrabreiten. Ja, das ist ein Muss. Wie gesagt, so macht Treckerfahren bestimmt noch mehr Spaß. Und natürlich gehört auch noch der richtige Fender dazu. Das könnt ihr dann euch selber aussuchen. Ne? Ihr habt es gesehen. Bis ganz rüber geht es nicht, aber es reicht auf alle Fälle zu. Ansonsten Motorisierung 396, 435, 476, 517, 850 und 1050 PS. Ja, Nummernschild könnt ihr auch noch machen. Und wenn ihr das möchtet, und das Ganze habt ihr für knapp 400.000 in der Tasche. Ich würde sagen, wir kaufen den mal nicht, weil ich habe den nämlich schon da. Und wir springen einfach mal raus. Hier ist er. Und das ist wirklich ein Prachtstück. Ihr habt an den Geräuschen, so hat sich nichts geändert. Das ist genau dasselbe wie beim Serienmodell, würde ich sagen. Zumindest ist mir da nichts aufgefallen, dass es irgendwie anders ist. Es gibt hier eine Besonderheit an dem Fahrzeug. Eventuell ist er im Anzug etwas schneller, aber das ist wahrscheinlich nur minimal. Aber achtet mal auf die Geschwindigkeit. Ja, genau. Ja, ist es das oder ist es das? 73 Stundenkilometer. Hammerhart. 73 Stundenkilometer mit solchen fetten BEM. 1050 PS. Da könnt ihr eine ganze Menge unternehmen damit. Und viel, viel Spaß haben. Natürlich auch von innen mal reingeschaut. Ja, Standard, Fendt, aufgeräumt. Viele Bildschirme anzeigen, Knöpfe, Schalter, so wie sich das gehört. Radio, Klimaanlage und so weiter und so fort. Ja. Und ja, das ist der Fendt 1050 von FM Modding. Kann ich euch nur wärmstens ins Herz legen, allein schon wegen der Bereifung und wegen dem PS. Ihr werdet nie wieder wahrscheinlich Probleme haben mit irgendeinem Gerät zum Ziehen. Hammerhart. Also echt prickelnd. Echt prickelnd. Sehr schön. Wunderbar. Schöne Arbeit, schöne Reifen, schönes Modell. Fendt ja sowieso. Aber es gibt natürlich auch andere schöne Marken. Aber das ist hier der ultimative Drecker, wenn ihr schwere Lasten habt. Ob das ein Anhänger ist oder sonst was ist. Ihr zieht es einfach davon. 1050 PS. Hammerhart. Und natürlich eine schöne Geschwindigkeit von 73. Also das ist doch mal etwas wert, sage ich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich tue den Link in die Beschreibung und dann könnt ihr euch das runterladen. Also, wunderbar. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Einfach ein geiler Anblick. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Mod-Vorstellung sage ich auf bald und ciao, ciao. Liken nicht vergessen. Danke.